Meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MLS 22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wer sich jetzt gerade über den Chat wundert, wir haben gerade über Schneeketten gesprochen, über Schneeketten anlegen. Deswegen nicht falsch verstehen. Aber Berner, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Das ist ganz schwierig. Wir werden jetzt eine Quaderballenpresse kaufen. Spricht zwar gegen das Prinzip, was ich gesagt habe, dass ich jetzt sparen will bis zur Produktion. Aber tatsächlich, wenn man sich das mal kurz anguckt, dann ist es so, dass wir mit dieser Quaderballenpresse 173, also ich sag mal, knapp mit Überlink 300.000 Euro verdienen werden. Also die rechnet sich tatsächlich von alleine. Ne? Aber ja, gehen wir da mal rein und werden wir mal, ich habe ja so ein bisschen geliebäugelt mit der Krone, mit dem Big Bag. Weil mir die einfach sehr gut gefällt und die werden wir uns auch hüllen, ne? Oder? Achso, ich brauche ein Kennzeichen. Warte, Iggy, wo ist er? Okay, warte mal. Eine Ballenpresse. Was ist eine Ballenpresse für ein Gerät? Es muss ein Gerät sein, ne? Es ist ein Gerät. Dann ist es BGC006. Klingt komisch, ist aber so. Alle Fahrzeuge hier, oder fast alle, haben Kennzeichen. Fortlaufende Kennzeichen. Welchen Typ hatte ich denn? Der hier. BGC006. Das ist die richtige Bezeichnung dafür. Ja. Do it. Welche Folge? Oh, das weiß ich gar nicht. Oh, ist die schön. Mein Gott, ist die. Ich muss am liebsten ablecken. Schön. Es ist so geil, ne? Ich sehe das. Warte, ich zeige das mal ganz. Ich zeige euch das ganz kurz. Das ist die Liste. Und ich sehe, dass jetzt. Guck, das ist genau das, ne? Du siehst, auf einmal taucht irgendwo ein Feld auf und dann wird irgendwas reingeschrieben. Und das bin nicht ich. Und das ist das Schöne, wenn die Leute, die das bearbeiten, auch hier im Stream sind, die schreiben einfach rein. So, siehst du? Ich hab nichts getippt jetzt. Steht einfach drin, Krone Großpackenpresse. So, das ist das Nummernsystem, ne? Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, aber. Ja, schön. Nee. Danke, Iggy. Muss ich gucken, dass ich das falsche Fenster verschiebe hier. Hexerei! Schwarze Magie, schmeiß ihn am Scheiterhaufen, du. Denise, grüß dich. So. Haben wir denn noch Selenmittel am Hof? Ist eine wichtige Frage, ne? Wieso hast du eigentlich noch keine österreichischen Kennzeichen? Das ist auch eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Ich kann dir auch nicht beantworten, warum es burning-gamers.de heißt. Das ist eine Sache, die habe ich mir nie überlegt. Niemals. Es ist einfach so gekommen, wie es gekommen ist. So. Nö, 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 nö. Nö. Okay, gut. Da müssen wir uns wohl ein bisschen Zeug kaufen. Hast du schon einen neuen LKW? Ja, den Volvo haben wir auf alle Fälle, ja. Schere, danke dir für 7. Bei uns am Niederrhein hofft man, dass man die Winterreifen dieses Jahr nicht umsonst aufgezogen hat. Schönes Ding. Schön. Heißt er, der Neue. Also der Neue, ne? Der vom DLC halt. Ja, es ist richtig. Ich glaube, wir werden. Was ist mit dir los? Habe ich Pause? Also bitte. Ja, du musst, glaube ich, nach Hause, ne? Ja, du musst auffüllen. Einfahrt. So, wer ist denn eigentlich die 22? Kuban. Halt, stopp. Wer die macht Streik? Nee, Teleskopleiter ist nix. Warte.
Schauen wir gleich zusammen, aber ich glaube, da ist nichts. 65 muss ich den hinschicken. Moment, Moment, Moment. Es wird schon wieder etwas hektisch hier, meine Damen und Herren. Hier ist nichts, guck mal. Hier ist nichts mehr. Ich glaube, dass ich einmal die Ballen-Wickel-Press-Kombination einmal gedingens habe. Voll gemacht habe und dann war nichts mehr. Wir machen das ohne. Komm, für Heu brauchen wir eh keine. Wir machen das ohne. So, und jetzt könnte man theoretisch sagen, wir machen große Dinger, ne? 2,40 Meter. Tauscht den 7. Nee, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ist absolut nicht notwendig. So, 41. Und dann schauen wir mal. Kleiner Mike, danke dir für 9 Monate. Vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Und Austria Stream TV, danke dir für 15. Vielen, vielen herzlichen Dank, Dankeschön. So, er ist unterwegs. Theoretisch wird es besser aussehen, das stimmt. Aber wir werden jetzt noch ein bisschen Stroh einsammeln. Er ist fertig hier, guckt ihr das an. Wir werden das Stroh, was da ist, werden wir jetzt einfach einsammeln. Dann haben wir das schon mal weg. Und das Stroh, was ich dann hier liegen lasse, für den mittleren Teil, werde ich einfach in, häckseln. Und dann passt das auch. So, mein Freund und Helfer. Ich habe bei dem anderen habe ich 4 Vorgewände. Dann würde ich jetzt... Sollen wir nochmal 4 Vorgewände machen? Passt ja eigentlich. Eigentlich müsste ich 3 Vorgewände machen. Weil die Arbeitsbreite ist ja unterschiedlich. Die Arbeitsbreite... Wir haben ja hier... Nee, hier... Haben wir ja... 10 Meter. Und der Wender... Hat... 17. Das heißt, wenn wir 4... In mehr haben wir 40. 3 von denen wären 51. Das ist zu viel. Wir können 2-mal Vorgewände machen. 2-mal Vorgewände. Mehr geht nicht. Sonst haben wir da ein Problem. Gut, dann lassen wir den mal ein bisschen fahren. Und dann schauen wir mal, wie es ist. Zack, zack. So, das heißt aber, wir können den LKW noch umschicken. Dann können wir den schon mal noch umschicken. Denise, wie geht's deinem Fuß? Richtig, das ist eine gute Frage. Alles wieder, ich habe gesehen, es geht voran, aber fertig ist er noch nicht. Wobei, das ist ein Heilungsprozess, ne? Das wird auch wahrscheinlich dauern. Das wird auch... Ah... So, Feld Nummer 41. Zack. Wer will denn schon wieder was von mir? Hören Sie auf, mich anzuschreiben. So. 999 Vorgewände. Da steht ein Heilungssagen. Und die kann ich eh gleich wieder rauspflücken wahrscheinlich. Kann nichts bringen, Binnerik, weil auch der Radkasten nicht größer ist. Also es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Im Gebrauchshop, ja, es gäbe tatsächlich ein Fass, was nicht uninteressant ist. Wobei ich das Fass auch nicht wirklich brauche. Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Weil wenn ich das alles dann in die Düngerproduktion reingebe, dann... Wird schwierig. Also beziehungsweise brauche ich es einfach nicht. So, wo haben wir denn gesät? Das war die 66, ne? Ja. Dann fährst du dann wieder hoch zu 66. Zack. Man hört einen Standardklingelton. Oh, lass läuten. Das wird nie aufhören. Feld 66 ist hier. So, da vorne fährt der LKW. Der Drescher fährt gerade zurück. Er nimmt zwar nicht alles mit, aber das ist nicht so schlimm. So, das wird gewendet. Wir hatten doch 2 Wende-Dingens, ne? Genau, trocken, bla bla bla, trocken, bla bla. Alles gut. Alles richtig gemacht. Die Presse ist auch schon da. Die Presse ist auch schon da, klingt aber irgendwie anders so. Ich habe nun deinen Radschlag nachgetragen und ich habe jetzt seit längerem einen Teleskoplader auf der Bergmann. Ist halt einfach Luxus. Ja, es ist so.
Es ist so. Ich kann euch schon mal spoilern, für die Hofbergmann, da werden wir auch eine andere Lösung finden, ne? Das kann ich euch schon mal sagen. Ich weiß nicht, ob das heute war, morgen, übermorgen, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist morgen oder übermorgen. So, das läuft. Das ist ein Trauerspiel, aber das ist nicht so schlimm. Das läuft. So. Jetzt gehen wir rüber aufs andere Feld. Das Problem, was ich damit habe, Leubelwolf, ist, da muss ich ja immer so ein Fahrzeug für abstellen, weißt du? Ich verstehe, was du meinst. Das wäre auch wahrscheinlich eine gute Idee, dass man wirklich einen, vielleicht in einer perfekten Welt sogar einen mit Dünger und Saatgut. Da ist nämlich beides drin. Aber ich weiß nicht, ob ich das abstellen könne. Also ob ich den einfach so stehen lassen kann, weißt du? Borgi, grüß dich, hallo. Guten Abend. Und danke dir für 28 Monate, Borgi. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, es geht dir gut. So, wir hatten noch mal einen Kurs, ne? Das ist Feld 12, meines Erachtens. Dann gehen wir mal hier rein. Feld Dreschen. Guck mal, das hier. Also, es ist einfach... Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Los. Und jetzt machen wir das aber so. Muss ich... wie war denn das jetzt nochmal? Muss ich das... Chat, war das das hier? Oder war das was anderes? Nee, kaputt ist es noch nicht. Aber gut ist es auch nicht. Ich glaube, es war was anderes. War das das hier? Ich glaube, es war das hier. Nee, das war es aber auch nicht. Das hier, war das das hier? Oh, ich meine, das ist doch neu für mich, du. Und dann Stroh. Könnte auch das gewesen sein. Wir werden das mal beobachten, aber es könnte auch das gewesen sein. Ich bin nicht mehr sicher. Er fährt jetzt zumindest mal, ne? So, du bist angekommen. Der fährt weiter. Die Frage ist jetzt, wohin fährt er? Du brauchst den Dünger noch nicht unbedingt bei der Sämaschine dabei. Es wäre doch für Mod Micha machbar, den Tank wegzu... Nee, es gibt wieder wahrscheinlich Sachen, wenn ich eigene Felder ansehe, dann will ich das schon drin haben, weißt du? Dann will ich das schon drin haben. Bei eigenen Feldern. Und bei CP kann ich es ja konfigurieren, wie ich will. Ich sage einfach nicht düngen und fertig. Geht auch. Also das ist an, wenn ich das... ich fahre jetzt auch nicht. Er fährt alleine, ne? Also ich mache da gar nichts. Ich mache da gar nichts. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Oh, du bist auch angekommen. Sehr schön. Landwirt in Bayern, grüß dich. Hallo, wie viel Landwirtin haben wir heute hier? Das ist ja Wahnsinn. Landwirtinnen und Farmerinnen und was ist noch alles? Hast du jetzt geladen oder nicht? Jetzt hat er geladen. Auch eine größere Mission hier, ne? Los geht's. Er fegt hier rum, ne? Da kennt er nichts. So, der LKW ist auch schon. Also, es ist alles vorbereitet für dieses Feld hier. So, das kann man mal so sagen. Der ist leer. So.
Das könnte doch auch richtig sein, ne? Gerät ist voll. Gerät ist voll, das hast du richtig erkannt, mein Freund. Du musst es nur abladen gehen. Dann ist es nicht mehr so voll. Also, es liegt an dir. Wie du es machen willst. Jetzt ist das deaktiviert und desaktiviert. Guck mal, ob es funktioniert. Müsste passen. Hier ist noch ein bisschen zu früh, leider. Ich habe noch eine Sache gesehen, die ich jetzt machen wollte. Den wollte ich wegbringen. Den wollte ich wegbringen. Ist zwar schade für diese zwei Bahnen hier, aber... Erstmal weg. Kurs habe ich sowieso gespeichert, von dem her kann uns nichts passieren. Haben wir denn jetzt noch ein Feld? Ne, wir haben kein Feld mehr, was uns gehört. Das heißt, wir sind prinzipiell von der Ernte her erstmal fertig. Unsere Wiese können wir nochmal machen, aber irgendwie habe ich gehört, dass unser Wiesenschneidegerät sehr unter Stress ist momentan. So, meine Damen und Herren, für heute sind wir aber... fertig. Ich danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns gerne, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüssi!